Kilian, warum bist du heute überhaupt da? Ja gut, ich hatte relativ viel mit dieser Initiative zu tun. Wir haben sie bei uns in der Wirtschaftskommission behandelt. Dort habe ich versucht, Kompromisse einzuspeisen. Nebst dem Kompromissvorschlag vom Bundesrat. Der Bundesrat hat ja das Problem anerkannt und hat den Gegenvorschlag zu dieser Initiative gebracht. Er hat aber keine Mehrheit gefunden. Dann habe ich noch versucht, einen Kompromiss einzuspeisen im Parlament, wo insbesondere auch eben die Importprodukte in die Pflicht genommen hat. Also, dass man wirklich bei den Importen Fleisch insbesondere genauer heranschaut. Das ist aber leider abgelehnt worden. Dort wäre bei diesem Kompromiss wär sehr viele dahinter gestanden. Also bäuerliche Organisationen, Tierärzteverband, Tierschutz und auch der Detailhandel hat das unterstützt. Leider hat es der Bauernverband massiv bekämpft. Darum hat es wie jetzt keinen Kompromiss gegeben. Okay. Und das ist eigentlich die grössere Niederlage jetzt als jetzt hier. Genau, vielleicht jetzt schnell zur Hochrechnung zeigen. Sie wird ziemlich sicher abgelehnt. Hast du damit gerechnet? Ja, wir müssen rechnen, okay, dass die Initiative nicht eine Mehrheit finden. Das hat sich so abzeichnet. Ja. Ist es gleich ein Erfolg gewesen? Seid ihr gleich zufrieden mit dem, was ihr erreicht oder eben nicht erreicht habt? Ja, also gut, ich muss sagen, ich bin ja nicht vom Initiativkomitee. Okay, ja. Ich habe das einfach am Rand mitverfolgt. Ich habe das Gefühl, es war eine gute Diskussion gewesen. Man hat über die Punkte diskutiert, die man wirklich müsste Änderungen machen in der Schweiz, eben bei einer intensiven Haltung, Vorbühlen, Vorsäuen. Da müssen wir Verbesserungen erzielen in den nächsten Jahren und eben auch bei den Importprodukten, wo wir genauer müssen heranschauen. Und über das hat man geredet und das habe ich gut gefunden. Okay. Zum Schluss, wie geht es weiter? Also eben, du willst Veränderungen erreichen, wie? Ja, wir werden jetzt im Parlament über die Agrarreform diskutieren. Die ist ja blockiert worden. Jetzt kommt sie aber doch, jetzt haben wir einfach da 2 Jahre verloren, aber jetzt kommt sie gleich. Dort wird insbesondere Klimaschutz sicher auch ein Punkt sein, den man mit Stärke berücksichtigen. Aber es könnte auch sein, dass natürlich das Tierwohl bereits wieder aufgegriffen wird, dass man auch im Bereich des Tierwohl wieder gewisse Punkte hineinnimmt. Und ein wichtiger Punkt ist sicher, dass man jetzt auch Gegner von dieser Initiative ernst nehmen und jetzt auch beim Konsum ansetzt. Also es ist immer gesagt worden, die Konsumenten müssen handeln, man muss dort ansetzen. Ich glaube, da müssen wir jetzt politische Massnahmen greifen, dass wir eben den Konsum richtig Nachhaltigkeit steuern können. Und da hoffe ich sehr, dass der Bauernverband da auch mithilft.